Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und diesmal leider Gottes auch wieder nur ein Flohmarkt-Fails-Video, weil es ist einfach zu heiß, um über den Flohmarkt zu laufen. Ganz ehrlich, die Stände sind auch nur zur Hälfte da, weil die Leute sagen sich auch, ich stelle mich ja nicht bei 34, 35 Grad hier in Berlin auf dem Flohmarkt. Wir sind dran vorbeigefahren und wir haben gesehen, auf dem einen, wo wir öfter hingehen, stehen nur die Hälfte an Leuten da. Dann haben wir gesehen, auf einem anderen war fast gar nichts. Es ist zu heiß. Wie gesagt, bei 34, 35 Grad hier geht keiner auf den Flohmarkt. Das ist echt heftig, finde ich. Wenn man wahrscheinlich noch mehr abgefahren hätte, hätte man wahrscheinlich Glück gehabt. Aber dann hätte ich 4, 5 abfahren müssen. Und das war mir dann einfach bei nichts. Ich habe so schon geschwitzt, genau. Ich bin nun mal etwas fülliger. Und da legt der Schweiß dann schon öfter mal Hand an. Also leider nur ein Flohmarkt-Fails-Video. Ich hoffe, ich kann morgen gehen, weil ich bin langsam auch am, wie sagt man, die Sucht, die führt einen dazu, dass man gerne auf Flohmärkte geht. Aber gut, kommen wir zu dem Flohmarkt-Fails-Video. Alles weitere nach meinem Intro. Ja, und ich denke mal, wir fangen gleich mit einem interessanten Fakt an. Dazu habe ich vorher mal was gesagt. Und ja, lasst uns einfach ins Video schauen. Mal andersrum. So. Okay, ne? Wieso? Guck mal, das sieht aus wie so ein... Das sind alles so eine Schwarzparty-Spiele. Hm? Ich hab mir sowas schon gedacht. Das sind alles so eine Party-Dinge. Aber ich glaube, die haben wir alle drei noch nicht. Nein. Was möchtest du für eins? Okay. Alles klar. Einen habe ich nicht mehr. Wollen Sie das alles zusammen oder auch einzeln? Okay. Die ganze Kiste 20 Euro. Okay. Okay. So, ja, wie ihr gesehen habt, nicht uninteressante Sachen, aber eigentlich nur Partyspiele oder sowas. Hatte mir da drei PS3-Spiele rausgesucht und sie sagte auch gleich, 20 Euro und sagte im Nachhinein noch von wegen, aber runter kann ich nicht gehen. Und ich meine, 6,50, 6,70, 6,80 pro Spiel ist mir einfach für PS3 und Partyspiele einfach zu teuer. Die kriegst du die Dinger für einen Fünfer im Netz, da hast du, bist du mit 20 einfach nicht auf dem Flohmarkt mit dabei. Das geht einfach nicht. Auch wenn sich die Leute vorher mal ein bisschen informieren würden, wäre das natürlich toll. Aber gut, dann gehe ich an demselben Stand an der Box vorbei und hatte da einen Skylander, den ich noch nicht hatte. Und sie sagte, nachdem ich fragte, alles zusammen oder nur einzeln, sagten sie dann alles zusammen. Da meinte ich dann, naja, was kostet denn alles zusammen, sagte sie 20 Euro und guckte dann auch wieder so von wegen, aber ich gehe da nicht runter. Das habe ich ihr schon angesehen, dass das der gleiche Blick war wie vorher. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für 4 Skylander, für ein Tor und eine Beschreibung 20 Euro auszugeben, ihr wisst genau, wenn ihr meine Videos guckt, ich habe
schon weitaus mehr Skyliner. Ich glaube, ich habe vorher mal 20 Skylanders plus zwei Tore und alles sowas für ein 20 mitgenommen. Und ich denke mal, die Relation stimmt nicht. Und ganz ehrlich, es spielt doch heute keiner mehr Skylander. Ich bin ein Fan davon, ich spiele das unheimlich gerne auf jeglichen Konsolen. Ich habe eine ganze Kallax-Box voll Skylanders. Ich habe auch noch im Kopf, welche mir fehlen, das ist der Hammer an der ganzen Geschichte. Aber gut, ich muss ganz einfach sagen, da gehe ich ja nicht mehr mit. Die Preise sind schon so gefallen, also selbst Skylanders selber zu verkaufen bei eBay ist schon schwer geworden. Also lassen wir das Ganze. Es ist halt immer schade, dass die Leute dann nicht sagen, ich sag mal, ich hätte für einen Zehner hätte ich die Kiste mitgenommen. Ich hätte auch für 5 Euro pro Stück bei der PS3 die Spiele mitgenommen, also für 15 sogar. Aber es ist halt immer wieder so, wie ich sage, ich habe dann auch keine Lust mehr noch großartig rumzufeilschen an dem Ganzen, wenn die Leute sowieso schon sagen, sie gehen nicht weiter runter. Aber gut, gehen wir ins nächste Video. Haben Sie zufällig das Schwert auch noch? Gibt's nicht. Schade. Na, du hast ja eben so gut gestanden. Warum willst du jetzt nicht? Was wollen Sie ohne Schwert? 10 Euro. Okay. Ja, hier haben wir einen Fall, da muss ich sagen, dieser Kylo Ren, den ich da in der Hand hatte, der kostet original verpackt 10 Euro im Netz. Ihr kriegt dieses Ding für 10 Euro. Sie wollte 10 Euro dafür haben. Der hat noch nicht mal das Schwert gehabt. Das Schwert war schon weg. Und das ist halt so eine Sache, das muss ich wissen. Ich kann nicht eine Figur, die genauso viel im Internet kostet, für genauso viel verkaufen, was sie nur auch original verpackt wird hat. Das geht nicht. Und die Frau war nett und alles, aber wie gesagt, auch ohne Schwert. Das geht gar nicht. Wenn er dieses Schwert gehabt hätte, hätte ich mich ja noch erdreistet und hätte gesagt, okay, den Zehner gebe ich ihr. Aber wie gesagt, wäre dann auch wieder so gewesen, hätte ich es original. Ich bekomme sie original verpackt im Netz. Für 10 Euro. Naja. Gut, jetzt kommen wir zu einem Video, da muss ich sagen, da war ich sehr interessiert. Da muss ich sagen, da hatte ich aber auch kaum noch Geld bei, weil ich hatte vorher schon 2 Flohmärkte abgegrast. Und mir hat es unter den Nägeln ein bisschen gebrannt. Aber seht selber. Oh, guck mal, er hat gleich die gesammelten Werke hier. Wow. Gehen die alle? Irgendwo war der angenommen, genau. Da bin ich nicht mehr da. Ewig schon nicht mehr. Ah! Na komm. Wahrscheinlich, nee, habe ich nicht, aber da siehst du. Oh! Striche an Striche sehe ich nur. Kann sein. Oh, der sieht gut aus, bis auf die, der Kratzer auf der Scheibe. Oh, der ist aber tief, oder? Ansonsten läuft er immer frei. Ah, der Kratzer ist tief.
Aber der ist schon. Guck mal den nochmal. Sehr gut. Aber eigentlich hasse ich ja, ich weiß gar nicht. Früher hat man das ja immer gerne genommen, oder? Ja, aber ist da nicht so ein. Kann er sogar besser zum Spielen, Chat? Ist ja nur der Kuckuck. Sind alle drei nur die Kuckuck? Das sind nur die Bocke. Ja. Na trotzdem, ein paar schöne Mitarbeiter würden sich manche Leute die Hände nah, aber. Geht gleich los, oder? 85. Bei 85 das Original-Ladeteil mit bei, oder? Hm? Achso, das sind ja Batterien, die sind doof. Ja. Da brauchst du. Da brauchst du welche, aber sonst hast du doch. Stimmt, die Dinger sind ja noch die mit. Da sieht man mal, wie lange ich kein Gamer mehr hatte. Seit er rausgekommen ist. 30 Jahre hier. Ja. Ja, von Anfang. Ich bin ziemlich schnell auf den DS gewechselt. Und dann lag der rum und den hatte ich in Gelb. Den kleineren, weißt du? Den, nicht den, sondern den Nachfolger. Den gab's ja. Der so eine Größe hatte, bloß als Kanal. Ja, aber ich habe das Gefühl, meiner war größer. Mhm, ja, richtig. 85. Gott, wie kamst du an so viel von den Dingern? Ich bin ja auch Sammler, aber. Man merkt. Boah, da muss ich mir. Das muss ich mir durch den Kopf gehen lassen. Weil das würde heißen, ich fange wieder mit einer Sammlung neu an. Da gibt es wieder die Spiele und so. Oh. Noch ein Sammelgebiet wieder. Ich hab schon so viel. Danke dir. Aber die sind alle in Schuss und Haufen. Ne? Überhaupt nicht. Aber ich schätze mal. Ja, wie ihr gesehen habt, war eine ganz interessante Kiste, muss man sagen. Die Gameboys waren alle in einem relativ guten Zustand. Ich bin mal davon ausgegangen, die sind alle gebleicht gewesen. Also da hat man wirklich, glaube ich, alles dran gesetzt, dass sie tipptopp waren. Ich habe sie mir alle angeguckt. Der eine hatte einen leichten Kratzer drin. Der war nicht so tief, wie ich da behauptet habe. Glaube ich, wollte nur Geld drücken wahrscheinlich. Aber sie sahen alle wirklich gut aus. Und für 85 Euro... Ja, hätte man sogar bei 80 einen mitnehmen können oder 75, obwohl es immer noch so teuer war. Ich sammle aktuell keine. Keine Gameboys oder Gameboy-Spiele. Wie gesagt, ich habe ja damals mal ein Video gemacht. Man muss immer sehen, wo man hingeht. Man kann nicht alles sammeln. Ich kann nicht PlayStation, Xbox, Nintendo und dann jegliche Art Sparten davon sammeln. Ich sammle Xbox, PlayStation und Nintendo. Aber auch nur gewisse Sachen, nicht alles. Ich habe zum Beispiel bei PlayStation habe ich irgendwann mit PSP aufgehört und habe mich eher auf die Vita konzentriert, weil mir das als Handheld und das, was ich spiele, ein bisschen mehr an mich rankam und ein bisschen mehr auch für mich war, weil ich hatte mir damals mal eine neue gekauft, als sie rauskam. So gehe ich dagegen vor. Dann hatte ich zum Beispiel eine ziemlich große DS-Sammlung,
die ich jetzt aufgelöst habe. Es liegen immer noch einige DS-Spiele hier rum, wo ich sagte, oh, die musst du mal irgendwann bei eBay reinsetzen. Ist halt immer so diese Frage, was sammelst du? Die Switch würde ich nie hergeben. Genauso wie die Vita würde ich auch nie hergeben. Das sind Handhelds, die wir halt auch aktuell noch spielen. Wir haben von der Switch die Lite und die normale zu Hause. Also es sind immer wieder so Sachen, wo ich sage, toll. Genauso wie GameCube. Ich hätte da eine neue Sammlung anfangen können. Bei der Qualität, die die Dinger hatten, war ich wirklich schon geneigt dazu. Da habe ich aber gesagt, ich drehe noch eine Runde, gucke mir das alles noch an und komme dann wieder. Das Problem war der ganze... Das Problem war einfach, der Stand war weg, als ich die zweite Runde hatte. Die Leute links und rechts konnten mir nicht verraten, warum der junge Mann da nur auf einmal ganz schnell weg war. Aber der ganze Stand war auf einmal weg. Was mich verwundert hatte. Tja, wie gesagt, man steckt halt nicht drin. Ist vielleicht ein Geschäft, was einem durch die Lappen gegangen ist. Oder ich habe Glück gehabt und die Dinger waren vielleicht nicht ganz koscher. Aber keine Vorwürfe an so Sachen, wenn man auf Flohmärkte geht, weiß man nie, was man kommt. Ja, ganz ehrlich. Wisst ihr wirklich oder habt ihr alle Belege von euren Sachen, die ihr auf Flohmärkten mal gekauft habt? Also ich hoffe, dass alles legal und alles toll und alles super ist. Aber ich kann es halt auch nicht bestätigen. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen so meinen Gedankengänge mitteilen. Und ich hoffe, auch die Live-Ausschnitte haben euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich habe gerade wieder ein paar Pickups bekommen. Letzte Woche ist ja ausgefallen, weil ich hatte nur zwei Pickups. Das bringt nichts, dann ein Video zu machen. Nächste Woche habe ich wieder eine ganze Menge. Dank eines sehr guten Freundes, der mir ein paar Sachen vermittelt hat. Und ja, schaut rein am Mittwoch. Pickups, geile Sache. Und wenn morgen das Wetter passt, Flohmarkt, auch geile Sache nächste Woche. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.